So, der Postbote war gerade da, beziehungsweise der DHL-Bote, um genau zu sein. Und der hat ein Paket gebracht und hat die Millie aufgeweckt. Die ist also aus ihrem Mittagsschlaf gerade wach geworden. Wir müssen uns also beeilen. Ein kleines Paket und ich weiß auch schon, was drin ist. Es ist ein Objektiv, das ich mir bestellt habe und wie ihr hier an der Kamera sehen könnt, habt ihr vielleicht auch schon eine Vermutung, was für ein Objektiv das sein könnte. Hier die Adresse haben wir alles abgeklebt. Bitte kommt mich nicht zu Hause besuchen und wir gucken mal rein. Ich schaue mal, dass ich hier den Lieferschein oder was, der sich drin befinden wird, nicht in die Kamera halte, weil da natürlich die Adresse auch drauf ist und nicht, weil ich euch irgendetwas vorenthalten möchte. Schneiden wir mal auf und gucken rein. Ich habe übrigens hier ein neues Messer für die Unboxings. Das alte Messer hat irgendwie den Geist aufgegeben. Irgendwann muss halt alles mal erneuert werden. So, da haben wir als allererstes meine Adresse gehabt. Das werde ich rauseditieren müssen, unkenntlich machen. Aber das ist eine Rechnung. Wunderbar. Ich habe das Objektiv nicht bei einem Händler gekauft, also einem Kleinhändler, ein Einzelunternehmer sozusagen. Also gebraucht, aber tatsächlich mit Garantie. Da haben wir hier etwas Packmaterial, so das übliche. Was haben wir da? Oh, das ist tatsächlich interessant für unseren Garten. Wo sitzen die denn? Ja, nicht bei uns in der Nähe. Kommt also wieder rein und wir packen das Ganze dann einmal. Weg damit. So, was eingepackt war, das Messer brauchen wir auch nicht mehr, war dies hier. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Das ist ein Objektiv, beziehungsweise eine Objektivbox. Da drin das Seven Artisans 35 mm Lichtstärke von F2 für M-Mount-Kameras. So, außerdem dabei hier der obligatorische Schraubendreher zur Feinkalibrierung, falls das erforderlich wird. Eine japanische Garantiekarte. Eine chinesische, Verzeihung. Ich kenne das sonst immer, dass man für den japanischen Markt separat die Garantie registrieren muss. Das ist dieses Kalibrierungs-Extra. Da ist die Anleitung, wie man es macht. Das habe ich ja ganz kurz in der Review zum 50 mm, das steht hier, gezeigt oder erklärt. Gezeigt habe ich es nicht, kurz angesprochen, wie man es macht. Ich nehme an, dass 50 mm, die Review zum 50 mm ist inzwischen veröffentlicht. Ansonsten werde ich das erklärt haben. So. Das Ganze ist hier in so Schaumstoff und da ist ein Beutelchen drin. Das knistert schön. Oh, und ich kann es schon fühlen. Also es ist hier hochwertig in so Schaumstoff eingebettet. Und hier ist das Objektiv selbst. Sogar noch in dem Plastiktütchen. Und diesmal habe ich es tatsächlich geschafft, die schwarze Version für mein schwarze Leica zu holen. Sieht ja schon ein bisschen komisch aus mit einem silbernen Objektiv. Das ist ein ganz schöner Klopper. Aber da war einfach der Preis so gut. Hier hatte ich jetzt das Glück, dass nicht nur Preis, sondern auch Farbe gestimmt hat. Und kann man das auch an Seite packen. Schauen wir uns das gute Stück mal an. Also, das ist ein 35 mm Objektiv, Lichtstärke 2. Oh, hier mit so einem Fokus-Tab. Und das fokussiert
Oh, super geschmeidig. Ja. Der Fokustab an dem 50 mm hatte so, ist so aus Gummi, der hatte eine Gummierung. Da, was fand ich ein bisschen griffiger, aber das ist auch super schön. Der Deckel wieder aus Aluminium und der sitzt ziemlich gut. Hier haben wir das Objektiv selbst. Wenn das hier online geht, habe ich natürlich das Objektiv mit seiner Seriennummer schon registriert. Also keine Chance für Halunken. So, gucken wir uns die Rückseite an. Da haben wir hier das Ganze mit diesem Coding. Das ist dann kodiert als Summicron 35 mm F2. Huch, hier spinnt der Autofokus gerade. So dass es auch an digitalen Leicas erkannt wird. Und hier ist halt dieser Messingring. Zur Kalibrierung löst man hier die Schrauben. Da kann man das verstellen. Mit Hilfe hier dieses Charts. Oder man nimmt einfach den Mond zur Hilfe. Also setzen wir das einmal an. Ah, perfekt. Jetzt hätte ich fast gesagt, wie dafür gemacht, aber es ist ja tatsächlich dafür gemacht. Ja, fokussiert ist gut, fokussiert gut. Der Tab ist auch an einer angenehmen Stelle. So, jetzt seht ihr gar nichts mehr. Der Tab ist auch an einer angenehmen Stelle, finde ich. Der Focus Throw ist nicht zu weit oder zu kurz. Und Klickstops in der Blende. Das hat das 50 mm Objektiv ja nicht. Aber tatsächlich stört mich das beim 50 mm Objektiv auch gar nicht. Ich habe es in der Review vergessen zu zeigen, deswegen zeige ich es jetzt hier vielleicht einmal. Das ist nicht geklickt, aber das ist relativ schwergängig. Nicht, weil es verharzt ist oder so, sondern damit man das eben nicht einfach mit so einer Bewegung verstellt. Hier ist es tatsächlich mit so leichten Klicks. Das hilft natürlich dabei, das zu verstellen, wenn man es am Auge hat, aber ich glaube, das ist ein Luxus, der eigentlich nicht erforderlich gewesen wäre. So, das war das Unboxing. Ich zeige es nochmal hier in die Kamera. Des 7 Artisans 35 mm F2 für M-Mount. Danke fürs Zusehen, liken, teilen und kommentieren. Ja, und natürlich für dein Abo.